Was wollen Sie denn von mir hören? Dass ich es bereue? Glauben Sie, es mir leicht gefallen? Was hätte ich denn tun sollen? Was hätten Sie denn an meiner Stelle getan, wenn Sie Ihrem Sohn zuschauen müssen, wie er sich quält, wie sein Körper zuckt, weil er kurz vorm Ersticken ist? Ich hätte alles gegeben, um mit ihm zu tauschen. Glauben Sie mir. Ich habe es von Anfang an gewusst. Gleich bei den ersten Anzeichen. Und die Analysen habe ich dann selbst gemacht im Labor. Ich wusste, dass er bald sterben würde. Also habe ich ihn mit in die Villa genommen. Um nochmal eine richtig schöne Party zu feiern. Ich habe ihm all seine Lieblingsgeschichten vorgelesen. Und wir haben gesungen und gelacht. Und ich habe ihm gesagt, wie lieb ich ihn habe. Und als er dann eingeschlafen ist, da habe ich ihm diese Spritze gegeben. Damit er endlich nicht mehr leiden muss. Ja, ich hab's getan. Gib's zu. Aber wissen Sie was? Ich würde es immer wieder tun, damit mein Sohn nicht mehr leiden muss. Und wenn Sie mich dafür ins Gefängnis stecken müssen, dann tun Sie das.